Und damit, hi Leute, ich bin der Bruger und das ist Banishers Ghosts of New Eden. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen früher bekommen von Focus. Entwickelt wurde das Spiel von den fantastischen Leuten von Dontnod. Die haben unter anderem ja schon Franchises wie Life is Strange oder auch Vampyr produziert. Vampyr habe ich besonders gefeiert, wie ihr vielleicht wisst, habe ich auf meinem Kanal auch gespielt. Das hier werde ich auf meinem Hauptkanal anspielen und dann auf meinem Zweitkanal alle 2 Tage hochladen, so eine Stunde etwa pro Part. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Morgen kommt es ja raus auf Steam und ihr anderen könnt es auch gerne dann kaufen und spielen oder bei mir weiterschauen. So, jetzt aber würde ich sagen, wir starten rein. Ich freue mich sehr. Es wird wahrscheinlich sehr viele Entscheidungen geben, die das Spiel beeinflussen. Ich spiele es übrigens mit dem Gamepad von Steam, wie gesagt. Und los geht's. Aha, jetzt können wir noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Leicht für Spieler gedacht, die das einfache, die einfach das Spiel genießen wollen. Ausgewogenes Erlebnis, herausfordernde Kampferfahrung. Sehr schwierig. Nee, komm, ich werde es mal auf schwer spielen. Das reicht mir. Ja. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro. Ich werde es ohne Facecam spielen. Denn ich finde, das würde etwas Stimmung nehmen, denn es wird ein sehr stimmungsvolles Spiel werden. Und jetzt aber viel Spaß. Focus Entertainment präsentiert. Madam, Sir, das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Ich habe von Wolken geträumt. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Ich träumte vom Abgrund, in den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Guten Morgen, mein Schatz. Und auch du, mein Geliebter. Sind wir in Neuengland? Willkommen in Amerika. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein. Denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend selbst Hilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Komm, Antea, wir müssen los. Und ich muss mal. Rory McGrath, galant bis zum Schluss. Leben den Lebenden. Tod den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Antea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kennenlernen durfte. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Ich, Charles Davenport, sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freunde nie gebeten, herzukommen, den Fluch zu brechen.
New Eden, 7. Juni 1695. Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an. Kalt wie der Arsch eines Bischofs und doppelt so weiß. Ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein. Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Okay, ich spiele sie erstmal. Ich schätze mal, man wird die Rollen tauschen, so zwischen beiden. Ich habe genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gearbeitet haben. Hiernach sollten wir in See stechen. Irgendwohin, wo es warm und sicher ist. Wo keine Toten herumlungern. So einen Ort gibt es nicht. Aber schön wäre es, ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber es ist ein Action-RPG. Also wird es wahrscheinlich auch ein paar coole Kämpfe geben, hoffe ich. Wie trostlos dieser Ort ist. Ja, ich hatte dich schon verstanden. Aber ich kann dir auch nicht widersprechen. Ich habe auf jeden Fall mal die Grafik schön hochgestellt. Sollte man auch sehen. Also es sieht ganz schick aus, finde ich. Das wären mal natürlich erstmal die Basics, wie es ja oft so ist. Ich spiele übrigens mit dem PlayStation Gamepad. Also das PS5 Gamepad. Aha. Ich würde sagen, da blinkt doch was. Ich denke, wir können hier durchgehen. Aber sicher doch. Stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Jetzt habe ich mich aus Gewohnheit Quadrat gedrückt. Zunderpilz. Ja. Weil Xbox Gamepad und so, müsste, ne? Müsste sicher sein. Und damit heile ich mich wohl mit Quadrat. Und ich weiß, es werden jetzt einige Leute sagen, die deutsche Synchro ist wieder mies, aber ich finde sie toll. Das passt. Aber das gehört ja oft zum guten Ton, dass man immer eine deutsche Synchro meckert, ne? Recht. Wieder einmal. Liegt es an mir oder sind wir hier nicht willkommen? Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Übereifrige Lehrlinge. Okay. Hier könnte ich mich durchschlagen. Oh. Mit Schwert. Alles klar. Bin ich gut? Ich weiß doch noch gar nicht, was der Job von den beiden ist. So, ja. X vielleicht. Also wenn es ungefähr so dasselbe Kampfsystem hat wie beim Pyr, da bin ich echt mehr als zufrieden. Weil das fand ich schon genial. Das war richtig, richtig toll. Da wünsche ich mir auch einen zweiten Teil endlich mal irgendwann. Aber anscheinend wollen sie da keinen zweiten machen, sondern machen jetzt halt Banishers. Oh, Lock-On mit R, man kennt's. Zu langsam. Ey. Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtückischer Wanderer. Und bei dir? Ja, auch. Geht schon. Beobachten diese Schemen etwa die Straße? Kann sein. Aber wollen die, dass niemand die Stadt betritt? Oder dass keiner rauskommt? Es spielt sich auf jeden Fall sehr flott.
Auch die Ausweichmoves, die sind halt wieder einmal drücken, so ein Dash, zweimal und eine Rolle. Ist halt alles so ein bisschen Dark Souls mal wieder, aber finde ich ja nicht schlecht. Kann man auch schlechter machen. Ja, und rechter Stick ist natürlich wieder anvisieren. Ja, und die Stellen, wo man halt interagieren kann, sind meistens farblich auch ein bisschen markiert. Aber wie gesagt, das ist halt immer so das Genre-Ding. Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Oh, jetzt drücke ich schon wieder. Ja. Ich bin es halt gewohnt, dass ich die Xbox-Tasten eingeblendet sehe, leider. Auch dieses doofe Right Bumper und Right Trigger habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Ja? Nee. Es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr flott alles. Ah, noch mehr Wanderer. Oh, du machst das schon. Hinter dir! Oha. Ich schätze mal, für Banner sind das so eine Art... Sind die beiden... Ach, mich kann keine Kiste aufhalten. Ja, so Anti-Magie-Kämpfer, Jäger, ich weiß es nicht. Wer weiß, wie lange diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Siedler sind? Das verhält jedenfalls nichts Gutes. Man kann durch Kisten dashen, finde ich gut. Oh, da ist schon mal Blut. Dass die Kamera so hochschnellt, das mache ich übrigens, also nicht wundern. Die Verbannungsanzeige wird durch Angriffe mit deinen Waffen gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke X, um dein Ziel zu verbannen. Jetzt gehörst du. Es reicht. Ah, das, was er gemacht hat, Red, ja. Leder. Spektralstaub. Ich wette einfach mal, es gibt Crafting und damit haben sie mich eigentlich schon erwischt. Eine Notiz, feucht und blutig. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum? Ich weiß es nicht. Nur, dass das ist der Monat Juni des Jahres 1695 ist. Ich hielt Providence für sicherer und hoffte endlich, die Kinder wiederzusehen. Ich sehnte mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen. Nun ist ihre Mutter tot und ich werde bald folgen. Etwas Heimtückisches streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergriffen uns. New Eden ist verflucht. Flieht, wenn ihr das lest. Diese Leute haben New Eden Town erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? New Eden Town. Ich finde, das läuft auch ziemlich super, ne? Also, oh oh. Aufgeladene Angriffe laden die Anzeigestelle auf. Okay. Oh! Okay, ich dachte, ja. Ich dachte, der Treffer killt sofort, aber anscheinend macht es halt nur mehr Schaden bei Elite-Gegnern. Spektralstaub. Kann ich mir das irgendwo angucken vielleicht? Ah, warte, Touchpad, okay. Es gibt Karte, das finde ich schon mal sehr gut. Feines Pulver aus Spektralpartikeln, die schwach leuchten. Ist im Düsterwald zu finden und kann von Hexen erworben werden. Ein robustes Stück Leder ist im Düsterwald zu finden, kann von Händlern erworben werden. Aha. Ein Zunderpilz, ein blau-silbergrauer Pilz, der wie ein Hufeisen geformt ist. Wächst oft auf Baumstämmen. Von Händlern, lila Hyazinthe. Eine hochragende Pflanze mit langen Blättern und vielen violetten Blüten wächst in der Nähe von Gewässern. Ein Wiesenkerbel. Eine mittelgroße Pflanze mit grün-weiß gestreiften Stängeln und spärlichen weißen Blüten wächst am Wegesrand. Und Charles' Einladung. Oh, Brief von Charles Davenport an Antea. Antea, ich hoffe, dass ihr beim Halt dieses Briefes nicht mit anderen Dingen beschäftigt seid, denn wir brauchen dringend eure Hilfe. Die Stadt wurde von einem bösen Fluch heimgesucht. Dabei muss es sich um einen Spuk handeln, denn unser Essen ist verdorben, Krankheiten wüten und wir verlieren den Verstand, aber ich finde die Quelle von all dem nicht. Bitte kommen so schnell wie möglich nach New Eden. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können, oder ich durchhalten kann.
Ein freundlicher Gruß, Minister Charles Davenport. Was haben wir noch? Rohstoffe ist so dasselbe. Schlüssel-Items. Ja. Entwicklung ist noch nicht da. Chroniken. Aha, aha. Das ist wohl der Fortschritt. Spukermittlungen. Also sind wir so eine Art Exorzisten oder Dämonologen, wie ich mir schon dachte. Auch ganz geil. Ich bin ja gespannt. Wie gesagt, es gibt wohl einige schwerwiegende Entscheidungen, die das Spiel ja wahrscheinlich dann beeinflussen werden. Das Ende auch. Den Fortschritt. Mal gucken. Oh, schade, ich dachte, ich kann es wegrollen. Nicht immer netter, Sachen das wegzurollen. Das verheißt nichts Gutes für den Fall. Die Lage ist schlimmer als gedacht. Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Ich bin auch gespannt, ob wir noch die Charaktere wechseln können. Ob wir jetzt immer Antea spielen. Mal sehen. Fände ich jetzt auch nicht schlimm, wenn wir bei einem Charakter bleiben, aber... Ihre Docks in einer wachsenden Siedlung? Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles verfällt. Sitzen die Honoratioren nur faul herum? Ist es nicht genau das, was Stadträte tun? Ja, mal gucken. Ich will nicht zu analytisch sein, sondern einfach mal das Spiel jetzt genießen. Ich denke mal, das war jetzt auch genug Analysegelaber. In der Stadt müssen wir uns vielleicht aufteilen, um mehr Gebiet abzudecken. Du kannst dich auf den besten Schüler verlassen, den eine Verbannerin haben kann. Mal sehen, ob du dich an deine Ausbildung erinnerst. Packst du's? Immer doch. Ich finde, sie hat eine richtig schöne Stimme. Das sage ich jetzt nicht analysemäßig, sondern halt, weil es mir wirklich gefällt. Er aber auch, die haben echt gute Stimmen ausgewählt. Boston, Fort Jericho, The Harrow's Hamlet. Ich komme vor wie ein Sleepy Hollow. Sehr geil gerade. Ich liebe Sleepy Hollow. Ja, das... Was? Achso, das Dorf Eggen. In den Eggen. Haben sie das übersetzt? Eigennamen muss man doch nicht unbedingt übersetzen. Ich wollte gerade sagen, sieht man die Fußabdrücke von ihm. Das wäre halt nochmal ein schönes Schmankerl gewesen, aber nee. So kleine Pfützen, wo sich das Wasser drin gesammelt hat. New Eden Town. Ja, das ist glaube ich nicht so wirklich Eden hier. Diese Stadt ist wie ausgestorben. Wo sind denn alle? Suchen wir das Gasthaus. Wir müssen Charles finden. Ich würde es mich wundern, wenn die in der Familie Van Garrett heißt. Es wird heißt. Schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die heilige Ehe anhören. Ermittlungsgebiet. Aha. Eine hübsche Bezeichnung für solche Fesseln. Die Leute hier sind sicherlich genauso aufgeschlossen wie Charles. Ja, du hast den Ort deines aktuellen Ziels erreicht. Dein Kompass zeigt nun an, dass du dich in einem Ermittlungsgebiet befindest. Gut, dass man auch bei den Dialogen entscheiden kann. Ah, jetzt. Ja, jetzt bin ich wohl im Ermittlungsgebiet. Gasthaus, Docks, Friedhof. Wir sollen jetzt im Gasthaus, ne? Das ist, hier gibt es doch einige Leute. Die finden es doch nicht so cool, dass wir hier sind wahrscheinlich. Nur gut, dass wir hier sind, um zu helfen. Fremde mögen wir ja nicht. Hallo, will ich mit Ihnen reden? Aus dem Weg. Das ist ein Vogel. Gibt es hier noch ein paar Collectibles? Ah ja. Warnung, die Docks sind wegen Sabotage durch Feuer geschlossen. Der gesamte Handel nach Boston... Marblehead, Salem und so weiter ist eingestellt, bis der Saboteur gefasst ist. Sehe ich da was blinken? Also lohnt sich's ein bisschen zu gucken. Finde ich gut. 8 Realen Stück. Das kenne ich jetzt aus Piraten der Karibik, die 8 Reales Münzen. Aha. Klingt doch ein Beutelchen. Komm her. 3 Leder. Ey, wie cool das wäre, wenn man sich die eigene Ausrüstung noch craften kann. Ich bin ein richtig großer Fan von. Wie gesagt, mit Crafting kriegst du mich halt leider immer, ne? Aha.
Pyrit, Achtrianstück und Leder. Ja, geil. Wie gut, dass da keiner was gegen hat. Soll ich mir das nehmen? Ein Stück verblasstes, messingartiges Erz. Also wenn du ein gutes Spiel machen willst, also für mich ein gutes Spiel, mach am besten ein Rollenspiel, Crafting und schon hast du mich ein eigentlich. Ein Feuer legt sich nicht selbst. Nicht bei dieser Kälte. Irgendetwas muss dabei geholfen haben. Ich bin leider nicht rein. Krass. Komm ich da gar nicht weiter? Ne. Ne. Wie gesagt, zur Steuerung ist sehr flott, das mag ich. Pack da eine Holz. Ach da. Nice. Leute, also wie gesagt, wenn ihr das Spiel weiter verfolgen wollt, am besten meinen Zweitkanal abonnieren. Da mache ich ja gerade noch The Inquisitor. Aber jeden zweiten Tag und beziehungsweise wenn Inquisitor fertig ist, kommt vielleicht auch mal öfter. Vielleicht, ich weiß es nicht. Was hiervon? Hallo. Ah, ihr müsst die Verbanner sein. Leider zu spät. Entschuldigt, falls der arme Pastor Davenport eure Namen erwähnte. Ich habe sie leider vergessen. Antea Duarte. Dieser Bursche hier ist Dread McGrath. Natürlich. Ich bin Lisbeth O'Hara. Der Pastor sagte, ihr habt Fragen. Nun? Ja, ich find's auch schön, dass sie, also dass du gleich merkst, sie ist eine irische Auswanderin. Aha, das ist wohl die Hauptquest. Und ansonsten halt wahrscheinlich so Nebengeplabbel. Was macht ihr hier draußen? Die meisten Leute scheinen drinnen zu bleiben. Ich kam in die Stadt, um ein Heilmittel von Mistress Fitcher zu kaufen, wenn ihr es wissen wollt. Meine Schwester hat ein wundes Bein. Die Salbe lindert ihre Beschwerden. Wir haben eine kleine Farm ein paar Meilen von hier. Und ja, der Fluch lastet auch auf ihr. Wisst ihr, wo die Taverne ist? Man erwartet uns. The King's Arms. Den Weg zeige ich euch nicht. Ich missbillige das Trinken. Das große Gebäude neben dem Galgen. Ihr schenktet mir eure Zeit. Ich danke euch. Nun, dank dem Herrn dafür. Ich find's so toll, wie die reden. So höflich, aber gleichzeitig so ein bisschen voller Verachtung. Also sie, wie sie mit mir redet. Aha, aha. Hallo. Das nervt mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass er mir die ganze Zeit so im Weg rumlatscht und auch genau vor mich läuft. Wiesenkerbel und Zunderpilz. Ah, ich glaube, ich habe das Gasthaus gefunden, da wo überall aus dem Kamin Dampf kommt. Oder Qualm. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Haus. Da ist Schafott. Das Gasthaus. Das ist kein Galgen, das ist ein Schafott, gute Frau, ja. Ah. Gemeindezentrum, Schule, Docks, Friedhof. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht lesen. Ich wollte, dass da... Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs. Was machen die mit den Toten? Essen. Ausgangssperre nach Sonnenuntergang. Bleibt zu Hause. Kein Unfrieden, kein Aufruhr. Gouverneur F. Haskell. Eine Ausgangssperre? Aber wieso? Das erste Mittel eines jeden Unterdrückers, der etwas auf sich hält. Naja, ist vielleicht auch zur Sicherheit. Der Weg zum Gemeindezentrum ist geschlossen. Beschluss des Gouverneurs. Ja, da steht's auch schon in. Ich kann nicht widerstehen. Wenn ich was blinken sehe, gleich zum Eichhörnchen. Kannst du mal ein bisschen Abstand halten, Red? Charlie, deine Gebete wurden erhört. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. Na, endlich. Verbanner, bitte, kommt rein. Es ist kalt, daher darf sich eure Helferin setzen, während wir reden. Helferin? Ich bin die Hilfe. Sie ist der Boss. Und du... Du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also,
Wo ist Charles? Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Reiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pennington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid. Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist es meine Pflicht. Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihre Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren... Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden. Bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Buchstäblich. Nun, Gouverneur, wollt ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr. Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich, der Stolz von New Eden. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. Ja, man muss übrigens kurz dazu sagen, weil er ihn angesprochen hat, das sind halt andere Zeiten, ne? Also, ja, sie ist halt dunkelhäutig und ist eine Frau. Da war das nicht so üblich wahrscheinlich, dass sie die Chefin ist. Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche, in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles sein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt. Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Mega gut, Leute. Das spricht mich alles so an. Wie gesagt, allein das Sleepy Hollow-mäßig. Ihr seid also Dämonologe? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse. Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen.
Ich werde für die Kolonie stehen. Als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Ja, das ist immer so ein bisschen nichtssagend, die Antwortmöglichkeiten. Vielleicht dürfen wir euch im Rat fragen. Bitte tut das, Madame. Denn ich würde euch nur zu gerne helfen. Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Diejenigen, die fort sind, wohin gingen sie? Nach Boston, entlegene Siedlungen, irgendwohin, überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Werden Sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe es inständig. Hier ist Ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt. Und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von New Eden zerbrechen. Vielleicht für immer. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen. Was glaubt ihr, hat den Fluch verursacht? Das ist eindeutig, wenn ich das bescheiden sagen darf. Der Abgrund spuckt seine Brut auf New Eden aus, um Gottes arme Geschöpfe leiden zu lassen. Naja. Was das Wesen des Dämons angeht, dafür bezahlen wir euch, um das herauszufinden. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Naja, es ist ja noch kein Grund, oder? Dass er einfach die Menschen quälen will. Der Satan. Danke. Wir haben, was wir brauchen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Okay, triff Esther Davenport in ihrem Haus. Ich will erst noch mal gucken. Sieht schon schön aus hier, sehr urig, das Gasthaus. Was haben wir da? Hinweis vom Gasthof. Per Ankündigung in der letzten Bürgerversammlung schließe ich hiermit die King's Arms Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel. Bis der Fluch gebannt und meine Rückkehr erfolgreich ist, wird weder Bier verkauft noch getrunken. Die Lager und Schlafzimmer sind verschlossen. Gott segne euch. Charity Cruggott. Charity. Und dann Cruggott als Nachname. Sehr lustig. So, gucken wir uns mal hier um. Alles verschlossen. Yes. Ja, ich meine, wir haben ja auch Ausgaben, ne? Ist ja nicht so, als übernimmt das irgendwie so eine Spesenkasse. Ich wette, die beiden sind selbstständig. So, Esther Davenport. Der Kompass zeigt die Richtung an. Verdammt, Charles. Und die Entfernung. Diese verfluchten Meeresstürmer. Wären wir nur früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Ja, ich meine, woher auch, ne?
Sie sagt ja, sie sind keine Dämonologen. Was sind sie denn? Verbanner? Was? Ich meine, das ist nicht sehr vielsagend. Sie verbannen Sachen. Na toll. Ich kann auch sagen, ich bin Spieler. Was ich genau spiele oder womit, das sage ich jetzt auch nicht. Aus Angst, ihr würdet nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Esther, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier. Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß, Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Was ist mit ihm geschehen? Armer Charles. Auch nur ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos. Ungeduldig. Zwar hatte er euch, seine Freunde, nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. Tja, so ist das, wenn der Mann stirbt. Was könnt ihr mir über den geschätzten Gouverneur Haskell erzählen? Fairfax Haskell ist sehr belesen und gebildet. Aber manchmal ist er furchtbar steif. Er interessiert sich wie Charles für das Unbekannte. Aber seine Leidenschaft scheint weniger von praktischer Natur. Er ist ein Akademiker. Dennoch, gut zu wissen, dass unser Gönner unsere Arbeit zu würdigen weiß. Wir trafen auch den Hauptmann und die Jägerin, Thickskin. Kennt ihr die beiden? Ich finde das Verhalten von Thickskin Newsmith etwas beängstigend. Aber sie hat ein gutes Herz. Und wie man hört, ist sie eine gute Jägerin. Captain Pennington hat einen guten Ruf als Soldat. Er hat eine ironische Art an sich, aber ich vermute, dass er hinter all dem nur traurig ist. Charles dachte das auch. Es gibt Wunden unter Saul Penningtons Rüstung, sagte er, die Zeit und Gott noch nicht geheilt haben. Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch? Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Irgendetwas, Esther. Bitte. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Versprochen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Danke, Esther. Na gut. Wir sehen uns mal um, wenn das in Ordnung ist. Warte mal, da stand eben noch was. Habt ihr den Button unten gesehen? Esther Hochformat? Habe ich mich Kann ich euch behilflich sein? Bleib hier. Ach, guck mal. Porträt eines Bewohners. Die einst fröhliche und gebildete gute Freundin von Antea und Red ist nun eine junge Witwe, die ohne Anker ziellos auf einem Meer der Trauer treibt. Ach, die Arme. Naja, wenn sie noch so jung ist, dann findet sie aber vielleicht auch irgendwann einen neuen Mann oder ich weiß nicht, wie das damals war.
Hattest du überhaupt wir finden den Weg. Gestattet. Du hast deinen ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über die Person, mit der er verknüpft ist. Du kannst diesen Hinweis jederzeit über dein Menü für die Spukermittlung aufrufen. Wo wohnt ihr denn, meine Lieben? Der Gouverneur hat ein Zimmer im Schulhaus für uns herrichten lassen. Im Schulhaus? Wollt ihr nicht lieber hierbleiben? Das wäre doch viel bequemer. Das ist sehr freundlich, aber wir haben einen langen Tag vor uns. Wir wollen nicht zur Last fallen. Ich habe nicht viel. Aber versprecht mir, dass ihr morgen zum Essen kommt. Um der alten Zeiten willen. Natürlich. Ja, sie hat nur Gesellschaft, ne? Kann ich auch ein bisschen verstehen. So ein leeres, großes Haus. Bündel von Briefen von Charles. 21. Februar 1687. Meine liebe Esther. Oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Ja. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen, schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist. Aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch weiß ich, dass mich nur noch wenige Monate von deinen liebenden Armen trennen. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor den dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvollen Verstrickungen und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann, dass ich alles tun kann, solange du mich mit diesen riesigen, ihr eigenen Funkeln anblickst. Aha. Ich denke an dich, auf ewig dein geliebter Charles. Oh, heute ist nicht so mit Vorlesen, es tut mir sehr leid. Bla bla bla. Bündel von Briefen von Charles, 5. Januar 1685. Meine geliebte Esther, wie sehr sehne ich mich danach, dich in deinen Armen zu halten, in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit, für meinen Gaumen, meine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig. Bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtlichen Regungen meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben, bis zu dem gesegneten Augenblick, in dem ich dir endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken, dein Geliebter auf ewig, Charles. Och, wie romantisch. Ja, es war wohl eine Hochzeit aus Liebe und nicht als Muss, ne? Bündel von Briefen von Charles, 12. August 1694. Meine süße Esther, ich war am Ende, doch du hast mich gestützt. Du bist ein Engel des Himmels, der mir bei meiner dunklen Mission hilft. Du bist das Licht, das mich durch die Dunkelheit des Unsichtbaren führt. Daher tut es mir so leid, dich in dieses gequälte Land gebracht zu haben. Hier in New Eden ist nicht so, wie es sein sollte, und das weißt du auch. Und mein Herz ist schwer, wenn ich um dein Leben fürchte, wenn du bei mir bist. Hätten wir in diesem Land doch ein ruhiges Plätzchen für unsere Familie gefunden. Aber ich fürchte einen Fluch und wir sollten besser gehen. Oder vielleicht nur du, während ich unser Zuhause verteidige. Denk darüber nach, denn der Gedanke ist unerträglich, dass die Dunkelheit dich mir wegnimmt. Auf ewig dein geliebter Charles. Eieiei. Dieses Geschirr war Zeuge manch eines Dinners mit Charles, das zum Vortrag wurde. Ich vermisse ihn so sehr. Das tun wir auch, Esther. Das tun wir auch. Die müssen halt echt eine ziemlich lange und intensive Vorgeschichte haben. Notenblatt, neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Etwas Leichteres konntest du nicht finden? Zurzeit fehlt mir die Muße zu spielen. Unfassbar, dass du deinen Flügel mit nach Neuengland genommen hast. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Ja, gut, so riesig ist das Ding jetzt auch nicht. Briefe von Eleanor Combs, November 1694. Mein liebster Charles, wie sehr freue ich mich über deine Worte. Es ist immer schön, von dir zu hören und zu wissen, dass es dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir in unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, Seuchen und ewig währende Winter sind vielleicht zu allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Sekrets oder etwas ganz anderes handelt, können wir nicht sagen. Ist das wirklich Sekret oder sollte das Secret? Ich weiß nicht. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschungen fortzusetzen und alle deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft der St. Paul's Stole ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein wird. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Eleanor Combs. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen.
Die St. Paul-Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Ja. Waren noch andere Besucher hier? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Ist der Bachelor da eine Rose mitgebracht vielleicht? Brief einer Nachbarin. Esther, etwas Essen und Bier für dich. Mein Beileid. Deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. Hier können wir noch mehr herausfinden. Oh, will jetzt auch noch nicht gehen, ne? Gedrucktes Buch. Eine Studie von H. Purcells Chaconi in G-Moll für Streicher von E. Davenport. Musikessay. Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über die äolische Tonleiter von Heinrich Pietri. Ja, er ist hier unten nicht. So. Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Das muss unerträglich sein. Wo es ein bisschen hapert, ihr merkt es auch gerade selber wahrscheinlich so, dass die Bewegung ist... Es sieht nicht so rund aus, die Animation, aber... Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung. Das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Was ist das denn? Eine Schachfigur. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. Okay. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat. Die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin. Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Aha. Ja. Kann man mal gucken, ne? Weißt du noch, wie er die plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. So alt war er wohl auch noch nicht, Charles, ha? Theologisches Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Fortalicium Fidei von Alfonso de Spina. Theologisches Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Formicarius von Johannes Nieder. Nieder? Ja. Charles' Notizen. Auf dieser Seite des großen Teichs gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach New Eden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Dola die neue Welt zu erforschen. Und auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon. Warte mal, St. Paulus Dola, irgendwas klingelt da. Aber ich habe eben schon mal das gelesen. War das nicht irgendwas mit Vampyr? Das spielt ja in London, glaube ich. Keine Ahnung. Vielleicht auch zur selben Zeit. Auf welche eigenartige Dinge ich hier schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier ihr Unwesen, doch sie sprechen nicht. Auch ich werde das Wort nie laut aussprechen, aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich hier auf eine treffen, würde ich nur zu gerne mehr bei sie erfahren. Okkultes Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Tod für die Toten. Von Balthasar Hans Frenhofer. Aber die Kamera ist auch so ein bisschen hektisch. Könnte ein bisschen smoother sein. Smoother Vibe. Irgendwie. Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte. Dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein, und mein Leib wünschte sich den Tod. Sie kommt in Träumen zu mir. In den Notizen von Charles kommt Hiob, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Hm? Was ist mit... Was ist... Was...
Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Visionen, Vorahnungen, steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. Nur verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wollte gerade sagen. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Betten quält. Das ist jetzt kein Geschwafel. Charles Davenport. Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Intention nicht erhalten. Kann ich das nicht umschalten auf sie? Nee. Aha. Aha, aha. Aber ewiger Winter ist schon mal ziemlich kacke, würde ich behaupten, ne? Woher kommen die Albträume? Ich erinnere mich an die Lehren meiner Meister, Gott sei seiner Seele gnädig. Der kluge und fromme Mann wird zu den Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten, ihrer Bedeutung und der Kraft, die in allen von ihnen verborgen ist, zurückkehren, wenn das gewöhnliche Wissen angesichts der Bedrohung durch das Unbekannte nicht ausreicht, um eine Situation zu verstehen. Albtraum hat nichts mit einem nächtlichen weiblichen Pferd zu tun. Mare stammt hier, angelehnt an das französische Cauchemar, Cauchemar, an das deutsche Nachtmar aus dem Mittelniederländischen des 12. Jahrhunderts ab und bedeutet Geist oder Dämon. Ein Nachtmar ist kein kleines Ungeheuer, das sich im Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken, sondern einer der seltensten und mächtigsten Geister, dessen einziges Ziel es ist, seinen heimtückischen und unversöhnlichen Zorn auf jede lebende Seele zu übertragen, die er erreichen kann. Es ist laut meinen Forschungen noch keinem Okkultisten gelungen, einen Nachtmar oder Albtraum zu vertreiben. Aber warum? Könnte ein Albtraum mehr sein als ein Geist? Ich fürchte ja. Ich erinnere mich an ein beunruhigendes Gedicht, das ich als junger Mann in London gelesen habe. Es handelte von den furchterregenden Fähigkeiten eines solchen Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflussen und sie sogar dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernungen zu kürzen oder die Zeit zu verändern. So wird ein quälender und personalisierter Albtraum geschaffen, dem seine Opfer nicht entkommen können. Was für ein angsteinflößendes Konzept. Ich bete mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu Gott, dass uns dies nicht ereilen wird. Wie könnten wir dann der Versuchung, dem Tod und dem Untergang zu entkommen? Oh Gott, ich lese. Wie könnten wir dann der Verzweiflung, dem Tod und dem Untergang entkommen? Ich brauche mehr Informationen, aber wo finde ich sie? Charles Davenport. Oh, sorry, ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. Ist nicht so gut zum Lesen. Charles Davenports Brosche. Eine silberne Brosche, die Charles Davenport trug, mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwerts. Okay. So, also. Charles hat diese Brosche immer getragen. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Ja, wie gut, dass ich dann so ein Spiel spiele, wo man die ganze Zeit lesen muss, übrigens. Kinderpsalm. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 127-3. Notiz des Arztes. 3 Tropfen Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafengehen. Wintergrün 3-mal täglich zwischen den Handflächen und hinter den Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelisse nehmen. Evelyn. Evelyn, so heißt doch die Böse aus. Von Skeletor, die Freundin, oder wie kann man das nennen? Evelyn. Weißt du noch, wie sie über Bücher diskutierten, die wir nicht kannten? Als wären wir gar nicht da. Oh, du hast zugehört? Ich hab da immer auf Durchzug geschaltet. Ungesendeter Brief an Istas Schwester. Meine liebste Schwester, Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist oder welcher Tag wir heute haben. Oder wie lange es her ist, dass mein Charles uns verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Nichts ist so geschehen, wie es sollte. Ich konnte nicht zur Beerdigung, welch Schande. Ich ließ meinen lieben Mann im Stich. Ich hatte nicht die Kraft, das Haus zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Charles starb. Herr, sei uns gnädig und führe unsere Freunde zu uns, bevor es zu spät ist. Ohne den Schutz meines geliebten Manns wird New Eden nicht mehr lange bestehen. Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du,
die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest. In Liebe, Esther. Esther konnte nicht an Charles Beerdigung teilnehmen. Wie schrecklich für sie, die arme Frau. Ja, aber wir haben schon das Motiv. Die trauernde Witwe. Esther Davenport war durch den Anblick des Geistes ihres Mannes tief erschüttert. Die Trauer um ihren Mann schwächte Esther so sehr, dass sie nicht mal dessen Beerdigung beiwohnen konnte. Esther Davenport hat sich nie richtig von ihrem Mann verabschiedet und leidet nun darunter. Eieiei. Aha. Aber hier, Red und Antea trafen trotz Überraschungen und schlechten Omen entlang des Weges in New Eden Town ein und machten sich auf die Suche nach ihrem Freund, Reverend Charles Davenport. Fairfax Haskell, der Gouverneur in New Eden, berichtete den Verbannten von Charles' Tod. Nachdem sie sich der Gültigkeit des Vertrags über die Aufhebung des Fluchs von New Eden vergewissert hatten, besuchten Antea und Red Esther, Charles' trauernde Witwe. Diese erzählte ihnen, dass sie seine Anwesenheit spürte. Wie beunruhigend. Esther konnte sich nie von Charles verabschieden. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Nun wissen wir, warum er vielleicht zurück ist. Wir sollten den Friedhof erforschen, wo er gefunden wurde. Wie wäre es, wenn sie mitkommt und sich dann gleich verabschiedet? Hä? Oder nicht? Esther, es tut mir leid. Ich muss euch noch einmal stören. Wie kann ich helfen? Hat der Fluch für Albträume gesorgt? Ja, ich hatte Albträume. Vermutlich hatten wir die alle. Charles warnte uns, dass etwas unsere Träume heimsucht. Das uns benutzen will. Dass wir mit der ganzen Macht Gottes bekämpfen müssen. Aber jetzt ist Charles weg und meine Albträume sind andere. Im Schlaf sehe ich meinen Mann schreiend in den Abgrund stürzen. Alle hören ihn. Niemand reagiert. Er stürzt tiefer in den bodenlosen Abgrund. Der arme Charles. Wie geht es euch bei all dem, was passiert ist? All das scheint so unwirklich. Auch wieder ein Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann. Das scheint jetzt so, aber das wird sich ändern. Versprochen. Gab es etwas, das ich hätte anders machen sollen? Habe ich ihn im Stich gelassen? Habe ich Charles enttäuscht? Nichts davon ist eure Schuld. Ich will nicht glauben, dass er tot ist. Er darf nicht fort sein. Ich erlaube nicht, dass er fort ist. Ihr leidet, und das könnte ihn zurückgebracht haben. Vielleicht verweilt er, weil ihr solchen Schmerz fühlt. Wir werden tun, was wir können, um euren Schmerz zu lindern. Und auch für Charles werden wir unser Bestes geben. Wir müssen uns auf den Weg machen. Zum Friedhof. Bitte seid vorsichtig, liebe Antea. Ich finde es irgendwie sehr gut. Es nimmt sich viel Zeit, so die Charaktere ein bisschen zu etablieren. Und macht jetzt nicht so zack, 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 so hier, Action, wir brauchen Action. Der ist von Charles. Sondern es ist erstmal... Du weißt, dass wir dir helfen können, Sachen auszusortieren? Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Aber ich werde daran denken. Also es ist halt viel Text, ne, viel Gespräche. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein. Ja, wie gesagt, ich glaube, ihr wird es ganz gut tun, um dich Sorgen machen? Wenn sie sich verabschieden könnte. Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Hör dich um, was die Leute sagen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Die toten Leute wahrscheinlich. Sei vorsichtig. Ja. Du auch. Oh, ich weiß ja nicht, ob die sich trennen sollten. Aber hey, wir sind allein unterwegs. Öffne deine Karte, um den Ort deines nächsten Ziels zu finden. Was? Sincere Paris Laden? Nice.
untersuche den Friedhof. Was? Das ist der Friedhof? Ist aber ein bisschen klein. Aber finde ich gut, dann läuft es aber nicht mehr im Weg rum. Trotzdem so... Ah, das ist immer so der Anfang vom Ende, wenn man sich trennt. Ich weiß ja nicht, ob das so clever ist, aber macht ihr mal, wie ihr denkt. Ihr seid die Profis. Hoppala. Hoppala. Da vibriert das ganze Gamepad wie blöde. Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien. Und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Antea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid. Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Sincere, aha. Der Ehrliche. Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sage euch eins, wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig. Und wie ich fürchte, töricht. Verbannen ist mein Metier, Herr. Und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Ich finde übrigens das Wort töricht sehr, sehr gut. Was ich im Moment brauche, sind Informationen über den Fluch. Was habt ihr gesehen, das mir bei meiner Arbeit helfen könnte? Ich habe Hungersnot gesehen. Wahnsinn! Den Schatten des frühen Todes und das Wetter. So viel Wetter. Nun ja, das war alles nicht neu für mich, aber ich habe es noch nie auf einmal gesehen. Hier ist alles überall und alles zur gleichen Zeit. Die Leute bleiben in den Häusern und warten auf Anweisungen. Eigentlich warten sie auf den Tod. Sie alle sind zukünftige Geister. Apropos Geister, wieder hinten der Orb so ganz friedlich auf dem Friedhof seine Kreise zieht, finde ich ganz schön. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Ihr wollt die Stadt verlassen? So schnell wie möglich. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Eins ankert in der Bucht. Vielleicht könnte der Kapitän mich und meine Waren in Sicherheit bringen. Die Mannschaft hat sich geweigert anzulegen. Und ich vermute, dass sie bei der nächsten Flut auslaufen werden. Wir sind selbst an Land gerudert. Darf ich fragen, wo ihr das Ruderboot gelassen habt? An einem Küstenweg. Bekannt für seine bösen Schemen und blutigen Leichen. Hoffentlich schwimmen eure Waren, wenn ihr die Reise machen wollt. Wollt ihr handeln? Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt. Aber ein Geschäft schlage ich nie aus. Ah ja, ich war gespannt. So, er hat Leder, Fell eines Tierpelzes, ist am Mount Pleasant zu finden. Gesponnenes Leinengarn ist in den Eggen zu finden oder kann von Händlern erworben werden und Garn aus warmer Wolle. Aha. Oh, die lila Hyazinthe ist ja viel wert. Man sieht auch wieder die Farbe, anscheinend ist das wieder ein bisschen selten, ne? Also weiß ist gewöhnlich, grün ist hochwertiger und blau ist besonders. Ist ja oft so, hat sich ja schon so etabliert, ne? Und er ist uns neutral gestimmt. Aha, so. Nee, lass mal, ich weiß auch gar nicht, ob ich craften kann, deswegen. Oder was ich craften kann. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris, und danke für eure Zeit.
Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. Okay. So, gibt's hier noch was? Was ist denn mit der Karte? Wenn ich so drüber gehe, dann flimmert das so komisch. Seht ihr das? Okay. Ja, also ich wette, es gibt... Natürlich gibt es noch mehr Gebiete, aber ich frage mich, ob alles hier in und um New Eden spielt oder ob man noch an andere Schauplätze kommt. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich werde es definitiv weiter und auch durchspielen, also... Zweitkanal, ne? Ist ja Bescheid. Ich finde es übrigens sehr verwirrend mit dem Kompass. Weil der zeigt mir jetzt... Oder komme ich hier? Muss ich da? Ne, ich muss wohl hier, aber da gibt es gar keinen Weg hin. Ja, der springt halt irgendwie, der Kompass, ne? Aber ist wohl der richtige Weg hier. Ich sag, die Musik ist schon geil, oder? Das vermittelt einem gleich so ein ungutes Gefühl. Oha. Könnte auch mal jemand ein bisschen sauber machen hier den Weg. Ein Irrlicht. So dicht bei der Stadt. Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs. Ja. Beschlossen, geschmossen. Wo führst du mich hin? Oh. Ihr schon wieder? Aua. Das nennst du einen Kampf? Alter. Bald fertig. Ist niemand sicher. Okay, die sind schon ein bisschen härter. Ein Dolden Winterlieb. Was ist das denn bitte? Eine kleine Pflanze mit wenigen dunkelgrünen Blättern. Die seltenen runden Blüten leuchten hellgelb. Wächst in schneefreien Gebieten. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Aha. Jemand wollte sie nicht hier haben. So, kann ich euch meine Heiltränke auffüllen? Ich hab die halt einfach mal so sinnlos weggesoffen schon. Liegt das? Aha. Zunderpilz. Ja. Was war das? Was mit meinem Handschuh? Okay. Einfach das ganze Stück mitgenommen. Wie viel ist denn bitte so ein Pyrit gerade mal? Das muss mehrere Kilo schwer sein. Geisterlicht. Als Verbannter kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um, um die Quelle zu finden. Aha. Ja, ist okay. Der Text könnte mal weg. Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Jo. Das denke ich mir aber auch. Viele Tote in den letzten Jahren. Hey. Gar nicht unheimlich. Charles Davenport, da ist er ja. Warum hast du nicht auf uns gewartet, alter Freund? Ich mache es wieder gut. Versprochen. Gewartet, bis er stirbt, oder was? Küstenkerzen. Eine mittelgroße Pflanze mit dünnen, langen Blättern und sternförmigen Blüten, die aus je fünf gelben Blütenblättern... aus je fünf gelben Blütenblättern wächst in der Nähe von Gewässern. Jo. Küstenkerzen.
weil die so hell sind. Fast schon leuchten. Bestimmt nicht hoch, ha? So, dann gucken wir mal, wo dieses orange Leuchten jetzt ist. Aha. Ich wette, der ist hier hinten irgendwo gestorben, ha? Aha. Alle, die hier liegen, starben 1677. Tobte damals eine Epidemie? Ja, Batman ist hier gestorben. Das ist was Pyrit. Zwei, Es gab zwei dafür. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Ritual durchführen. Aha, Rituale. Für Banner können Rituale durchführen, die Beschaffenheit des Ortes bestimmt. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen, selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Na toll. Um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen. Wähle ein Ritual. Bezwungene Manifestierung, Geißel beschwören oder Haken? Hä? Des Horchens. Ist Haken vielleicht das Horchen? Dieses Ritual hilft, sich auf eine verblassende, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verzweifelten, verweilenden Geist hinterlassen wurde. Und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schnitzerei, beziehungsweise eine Zeichnung des Sternbilds Löwe. Eine erzwungene Manifestierung. Einen Geist oder ein Schemen zum Erscheinen zwingen. Generell muss die Kette genutzt werden oder Kenntnis darüber bestehen, die einen Geist an das Lebendreich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder durch die Zeichnung des Sternbilds Stier kanalisiert werden. Und eine Geißel, also Geißel beschwören, eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Unterstützt durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Adler. Er zwingt dieses Ritual aller Arten von Geißeln, Vogelscheuchen, Furien, Klagegeister und so weiter zur Offenbarung. Ja, wahrscheinlich Haken. Ja. Was ich vorhin eingesammelt habe, sollte reichen. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Ah ja. Oha. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Da! 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 Alter. Verdammt. Wie mächtig ist sie bitte? Charles wollte den Geist manifestieren, aber versagte. Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Im Angesicht des schrecklichen Wesens, das New Eden bedroht, versagte Charles Davenports Herz. Dieses Ding, dem er gegenübertrat, was war das? Eieiei. Charles Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde.
Sie wird bei Hiob 7:13-15 aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meine Beschwerden lindern. Meine Couch? Steht das so in der Bibel? Dann schreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen. Sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles' Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. Guck mal, die ist epic, die Bibel. Ja. Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Gut, zurück zu seinem Grab. Die Epic Bible. Manifestierung? Erzwungene Manifestierung? Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Antea, hier seid ihr endlich. O arme Esther, es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Antea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Antea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Antea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt. Aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat.
Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt, was aber untypisch für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Seid gewarnt. Dieser Albtraum ist zu wütend, um erweicht zu werden. Und zu mächtig, um zerstört zu werden. Euer Tod schmerzt uns sehr. Eure Rückkehr schmerzt mich auch. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben. Und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie angsterfüllt Erwachter die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte eine Frau. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Hester braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr Esther heimsucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unseren Qualen. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Hey.
Rettet sie, meine Freunde. Und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Wenigstens konnte sie sich jetzt verabschieden von ihm. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Anthea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Ich fand es etwas heftig, wie sie ihn vorher verbannen wollte. Das sah sehr unangenehm aus für ihn. Vielleicht ist es halt so die kalte Professionalität, die sie braucht für den Job. Mein Charles, was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände, sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Laken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Ja, wie gesagt, die zweite Option war deutlich friedlicher. Ihn einfach mal so verbrennen, das sah nicht sehr cool aus. Oh, da gibt's noch Zeug. Egal. Sehr viel Zeug. Egal. Ich muss ja nicht alles sammeln. Oh, wie praktisch. Direkt eine Hintertür, die zum Friedhof führt. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Ja, ich hätte ihn beinahe mit meinen Ringen zerfetzt, aber ich werde ihn sehr vermissen, meinen guten alten Freund. Gute Nacht, meine Liebe. Die sind immer so förmlich, ne? Anstatt dass sie sich mal umarmen und dass sie ihr so ein bisschen Beistand gibt. Aber dass sie sich ja dann auch noch siezen teilweise, obwohl sie schon sehr... sehr nah sind miteinander. Naja, was willst du machen? Oh, ich gehe mal zu Red. Ich finde es übrigens auch leichter, Red zu sagen, als seinen richtigen Namen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Reddy Hockey Docky Deed? Irgend sowas. Überall Ratten hier. Oh, guck mal da. Guten Tag, Madam. Ich bin Anthea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha, ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha, nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Aha. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Haupthaus sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagte, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil die Tage jetzt so langweilig sind. Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne. Oder Fingerknochen. Uah. Erst wenige, die zu einer Flut werden.
die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Ja, tierisch. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Boah, sie ist aber ein bisschen mies drauf. Wir wollten nur Konversation betreiben. Ein bisschen nett sein. Guten Tag, Herr. Ihr seid eine von Haskells Verbannern, nehme ich an. Antea Duarte. Und auf Red McGrace trefft ihr hier möglicherweise auch noch. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Was ist mit seiner Wange los? Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? New Eden wird von Gott geprüft. Bessere Tage liegen vor uns, wenn seine Diener demütig und treu bleiben. Ich bin hier, um zu helfen. Seid brav und demütig und erzählt mir von dem Fluch. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden. Wir, Madame, haben um Erlösung gebetet. Und das seid ihr nicht. Wow. Das war übrigens schon wieder ein kleiner Bug eben. Da stand nicht Antea, sondern Red. Naja. Habt ihr schlechte Träume, Mr. Bachelor? Davon wollt ihr nichts hören. Oh doch. In meinem Schlaf schänden singende Dämonen unser kostbares Haupthaus und brennen es nieder. Zwei arme Seelen sind darin gefangen, ein Mann und eine Frau, die Versprechen und Flüche in fremden Sprachen schreien. Ich schrecke auf und eile zum Fenster. Erleichtert stelle ich dann fest, dass das Haupthaus noch steht. Wusstet ihr, dass Reverend Davenport glaubte, im Haupthaus Spuke ist? Ja. Leider beendete der verstorbene Pastor die Gottesdienste und schloss das Haupthaus. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in dieser Lage befinden. Und was glaubt ihr, sitzt im Haupthaus? Miss, wenn der Teufel in unserem Haupthaus sitzt, dann haben wohl wir es als die Bewohner von New Eden versäumt, sein Werk zu verleugnen. Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Lebendig. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Lebt wohl, Mr. Bachelor. Und wünscht uns Glück. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung. Eieieiei, die Zustände sind echt fies hier, ne? Ich meine, dass sie die Kinder einfach mal loswerden mussten. Ist vielleicht auch... das klingt jetzt fies, ne? Aber ist vielleicht auch eine Ausrede dafür, dass sie keine Kindermodels entwerfen mussten. Für das Spiel. Das wäre ja Quatsch. Okay, das ist falsch. Immerhin kann man ja doch mit ein paar Leuten quatschen, finde ich ganz gut. Ich mag die Musik total gerne, es ist alles so unheimlich und so düster. Und ich hoffe, es wird auch nicht so schnell Tag im Spiel, weil das passt irgendwie ganz gut hier. Dieser Stadtteil ist auf Beschluss des Gouverneurs geschlossen. Ja, kennt man. Okay. Schulgebäude von New Eden Town entdeckt. Ich hoffe, da kommt übrigens noch ein bisschen mehr Backstory von den beiden, warum die jetzt ein Paar sind und warum sie Charles, ich meine gut, die ist ja der, sie ist die Schülerin gewesen von Charles und sie ist jetzt wiederum seine Schülerin, also seine Mentorin und Geliebte, ne?
Techniken der Verbanner. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger, spezialisierte und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mit Hilfe unserer Rituale und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma. Entschuldigung. Der offensichtlichste Grund, warum jemand den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie die Lebenden vor den Toten schützen will, aus welchem Grund auch immer. Wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen an mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn. Dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir nicht unsere Zeit nicht mit der Herstellung verzauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen oder auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich nur auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir unser Bannpulver ein, das nach überlieferten Rezepten zubereitet wird. Unabhängig von der Munition kann so jede Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern noch mit dem Zeichnen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das ausreichende Ritual erforderlichen Symbole kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben, effizient, anpassungsfähig, vielseitig. So siegen und kämpfen wir, so schicken wir die schleichenden Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Aus Tod den Toten von Balthasar H. Frenhofer. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr praktisch. Also gerade das mit den Ringen finde ich gut. Und dass sie da diese Dinger auf dem Boden nicht selbst gezeichnet hat, sondern einfach mit dem Stempel reingedrückt hat, finde ich auch super. Also sie leiden offensichtlich keinen Hunger, die Leute hier, weil da liegt überall Essen rum. Hier hängen Würste an der Wand. Da ist Brot auf dem Tisch. Und Käse. Aber ich meine, wenn alles so kacke ist, wie können die dann das Ganze noch erwirtschaften? Er hat eine Maultrommel. So einer hatte ich auch mal als Kind, die sind total cool, die Dinger. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Das war nicht Charles. Das war der Geist von Charles. Charles Davenport. Unser ältester Freund. Der Mann, der uns zusammengebracht hat. Unser Freund ist tot. Sein Geist war eine Gefahr für seine Frau. Geister bringen nichts als Leid, Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Naja, aber Essenz rauben aus Bösartigkeit oder Liebe ist ja irgendwie auch nicht geil, oder? Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende. Eine ja, Erlösung. Denke ich halt auch. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen? Wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest.
Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McWraith. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. Boah. Gruselig. Anthea, sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Ah, und jetzt spielen wir Red, sehr gut. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, für den Angezockt reicht das jetzt erstmal. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann würde ich euch empfehlen, entweder die Playlist irgendwo zu speichern als Link oder direkt am besten gleich den zweiten Kanal zu abonnieren und auch meinen Hauptkanal, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bis aufs Weitere für Likes und Kommentare. Ja, sehr, sehr wichtig. Das erhöht die Findbarkeit meines Videos auf YouTube. Und wenn ihr mich vielleicht als Kanalmitglieder unterstützen wollt, das fände ich auch sehr schnieke von euch. Ist natürlich alles optional, ist kein Muss. Aber ja, sehr, sehr cool. Und ich lese jetzt auch die Leute vor, die mich monatlich supporten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Zu Banishers, Ghosts of Nuiden oder halt zu was anderem. Ich bin der Bruga, tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Maikit Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Niniping, Opa Geil, Pupu Fischbub, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.